wird eh ein Fehler sein, was ich jetzt frage. Ihr habt sie nicht mehr alle. Warum habe ich euch mit Emojis entscheiden lassen, was ich in diesen Mixer werfe? Ich werde einfach Hundepapa. Öffnen wir es? Heute mache ich etwas, was so auf YouTube noch nie gemacht wurde. Wie ihr wisst, gibt es seit neuestem die WhatsApp-Kanäle. Da haben Marken oder Influencer eben einen Kanal, ihr könnt abonnieren und kriegt wie bei einem Broadcast eben die Nachrichten, die von dieser einen Person dort reingeschickt werden. Ihr könnt auf diese Nachrichten mit Emojis reagieren. Und diese Emojis nehme ich mir heute zunutze, denn diese Emojis werden heute meinen gesamten Tag bestimmen. Und wie ihr langsam wisst, habe ich auch so einen WhatsApp-Kanal. Ich meine, ich erwähne den ja auch ungefähr jedes Video. Ich schicke da täglich Sachen rein. Aber heute wird das ein bisschen anders, denn ich werde dir jetzt die erste Frage reinschicken, und zwar, was ich denn frühstücken soll. Ich bin gerade aufgestanden und je nachdem, mit welchem Emoji da am meisten reagiert wird, das muss ich essen. Ich kann dann halt auch nichts faken, sondern ihr könnt ja überprüfen und seht, welches Emoji am meisten abgestimmt wird. Oh Gott. Bevor ich jetzt die erste Nachricht absende und ihr schon anfangt, über meinen Tag zu bestimmen, möchte ich nochmal kurz sagen, dass ihr unbedingt dranbleiben müsst und dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könnt. Ich habe jetzt eine Intro-Nachricht geschrieben, damit ihr Bescheid wisst, um was es geht und warum ich da heute so viel reinschicke. Damit verpflichte ich mich. 3, 2, 1... abgeschickt. Oh, es haben schon Leute reagiert. 2,4000 Leute haben in einer Minute reagiert. Was geht denn bei euch heute ab? Ich hab so Angst. Wir beginnen jetzt mit der ersten Frage. Ey, 23 Leute haben die Aubergine geschickt. Wenn ihr heute nur die Aubergine schickt, kann doch nicht den ganzen Tag Aubergine essen. Wir beginnen das Video und stellen auch schon die erste Frage in den WhatsApp-Kanal. Erstmal ganz chillig. Ich habe richtig Hunger. Was soll ich frühstücken? Gesendet in 3, 2, 1. Oh nein. Es ist die Aubergine. Was? Pizza und Burger und Pancakes. Einfach jemand Oktopus. Einfach Oktopus frühstücken. Mist, ich glaube Pizza gewinnt. Nein! Pancakes! Haben in einer Minute gerade 4000 Leute abgestimmt. Ich habe so Angst vor euch. Pancakes gewinnt. Geil. Ich hatte so Angst, dass Pizza gewinnt. Während ich jetzt aber die Pancakes mache, frage ich außerdem, was soll ich dabei trinken? Abschicken. Weil nur Essen hilft mir auch nicht viel. Öffnen wir es? Die sagen einfach Bubble Tea. Ich dachte, das zum Frühstück. In einer Minute haben 3000 Leute gesagt Bubble Tea. 290 Leute sagen Bier. Bier zum Frühstück. 172 Leute sagen Nuckelflasche. Kissers. Vielleicht schaffen wir die ja 1:1 wie in dem Emoji aussehen zu lassen. Challenge accepted. Erst 125 Gramm Mehl. Und ich nehme es tatsächlich sehr ernst. Nein! Bisschen Vanillezucker, 4 Löffel Backpulver, Salz. Und ihr wisst, es gibt nichts, was ich mehr hasse, als ein Ei aufzuschlagen. Ich schaff's halt irgendwie in keinem Video. Boah, diesmal war es irgendwie gut. Wobei, wie in meinem letzten YouTube-Video finde ich beim Essen darin dann bestimmt auch wieder die Eierschale. Wer erinnert sich? 100 Milliliter Milch. Mann, 101. Naja. Ich mache eigentlich immer nur Crepes. Aber nein, es gibt ja kein Crepe-Emoji. Vorsichtig! Die müssen perfekt werden, wie auf dem Emoji. Sehen die so auf dem Emoji aus? Ich glaube nicht. Was ist das bitte für eine Mondlandschaft? Oh. Ich habe eine Idee. Fake it till you make it. Ich mache die jetzt einfach rund. Wie klug ist das denn? Der Rest wird natürlich gegessen. Oh mein Gott! Das fällt niemand auf. Oh. Es wird immer besser. Butter drauf. Okay. Hä? Sieht aus wie das Emoji. Wir müssen uns hier noch unseren Bubble Tea holen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Bubble Tea Laden. Hä, hey, was ist das? Ah, lecker. Pancake. Hm. Nur ihr wollt, dass ich Bubble Tea zum Frühstück trinke. Aber irgendwie auch geil. Eigentlich müsste ich mich bei euch bedanken. Ich bin da. Oh, hier gibt es einfach so eine Weihnachtsliste. Mein Gott, ist der gut. Das sieht aus wie der Emoji. Es ist ein Lebkuchen-Bubble Tea. Es ist so gut. Ich bin obsessed. Ich kann gar nicht aufhören zu trinken. Geil. Bei der nächsten Frage war ich mir echt unsicher. Aber ich will es einfach probieren. Und zwar gibt es auch diese Emoji-Kategorie mit diesen, ja, Handschuhen, Schal, Socken. Ich hoffe, ich muss heute nicht mit einer Krone rumlaufen. Ich habe dazu geschrieben, bitte realistisch. Aber ihr seid eh nicht realistisch. Abgeschickt. Angst. Die Vorstellung, dass gerade 10.000 Leute zu Hause sitzen und über mein Leben entscheiden. Übrigens, wenn ihr öfter wollt, dass ich mal so coole Aktionen in dem WhatsApp-Kanal mache, dann abonniert auf jeden Fall mal den WhatsApp-Kanal, um da nichts zu verpassen. Ich habe richtig Angst zu checken. Ein Kleid. Kappe. Einfach ein T-Shirt. Ja, Leute, ich zieh mich an. Hä? Oh nee, okay. Realistisch. Ich hab for real kein Kleid. Ihr wollt mich immer im Kleid sehen, kann's sein? Ich hab halt keinen. Und das, was ich mal für ein Video gekauft habe, habe ich schon längst meiner Schwester gegeben. Naja, zieh ich mal ein bisschen jetzt die Kappe an. Weil lieber Platz 2. Die Frage ist aber halt, wie entscheidet ihr jetzt, was ich den ganzen Tag über so machen soll? Das ist jetzt gefährlich, aber ich werde jetzt einfach mal fragen, was soll ich heute machen? Komplett random. Da kann jetzt wirklich alles kommen. Abgeschickt. Einfach 8 Leute sagen Herz, 14 Leute sagen Pferd. Fußball? Ah, schön, dass 220 Leute sagen Achterbahn.
Ach, jetzt sagen die Leute wieder Fußball. Jetzt wieder Achterbahn. Klasse. Nur ich google gerade schon Achterbahn. Nein, dazu. 18. November. Ist halt alles nicht mehr offen. Wir haben auch nicht mehr offen. Ich würde ja gerne. Ich wollte halt machen, dass alles passt. Und jetzt ist halt November. Jetzt hat halt keine Achterbahn mehr auf. Statt die Achterbahn habe ich etwas richtig Cooles eben gebucht. Was so ähnlich ist. Ich sag's einfach schon. Wir fahren später Mario Kart in Real Life. Das kann man hier in Nürnberg machen und es kam einfach am nächsten zur Achterbahn. Und das wird geil. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Einkaufszentrum und dachte mir, davor frage ich jetzt einfach mal, das wird eh ein Fehler sein, was ich jetzt frage, aber ich dachte, ich frage jetzt einfach mal, was soll ich kaufen? Wir können jetzt halt einfach sagen, Auto. Nein, bitte realistisch. Halt irgendwas Cooles. Ich fahr jetzt mal hin und wir checken es dann gleich. Ich sehe voll süß mit der Kappe aus. Ihr habt sie nicht mehr alle. Ein Hund. Leute, ein Hund. Ich schwöre, ich war mal so aufgeregt, das abzuschicken und dann zu gucken, was ihr votet. Am Ende wird das Video ja nur cool, wenn ich die Dinge dann auch wirklich mache. Wisst ihr was? Ich gebe euch jetzt einen Hund. Der Hund ist im Kofferraum. Geht's dir da hinten gut? Ja, dem geht's super. Dann dachte ich, ich gebe euch noch eine Chance und will halt noch was kaufen. Was stimmt dir wieder ab? Wieder 1:1 identisch. Ja, Leute, 2 Hunde kaufe ich nicht. Der kriegt keinen Bruder. Sorry. Jetzt geht's aber erstmal heim und ich esse zu Mittag. Und zwar habt ihr abgestimmt, dass es Pizza zu Mittagessen gibt. Großes Shoutout an die 24 Leute, die gesagt haben, ich soll einfach nur Knochen essen. Und auch danke für 14 Leute, die gesagt haben, ich soll Schnecken essen. Und Gehirn. Gehirn finde ich auch toll. Mh, lecker. Und außerdem war ich eben bei Action und habe was Geiles gesehen. Ich habe jetzt mal abstimmen lassen. Wir alle so lieb, nehmen es jetzt mit. Natürlich, ihr liebt, wenn ich Geld ausgebe. Oh, eingekauft. Testen wir zu Hause. Bevor ich jetzt mein neues Haustier auspacke, großes Shoutout an die Person, die diese Nachricht geschrieben hat. Super verantwortungsvoll, sowas zu schreiben. Ich hätte mir niemals unüberlegt ein Haustier geholt. Aber hey, ich werde einfach Hundepapa von so einem Köter. Gucken, was die kann. Wie heißt sie überhaupt? Chichi Love. Du wirst schon mal umbenannt. Spaß. Schreib mal, wie wir sie umbenennen sollen in die Kommentare. Chichi Love, ich befreie dich. Chichi Love muss schnell aus der Verpackung. Chichi Love muss auch bestimmt langsam mal pissen. Oh, Chichi Love. Je öfter ich den Namen sage, desto geiler wird er. Okay, ich muss Chichi Love erstmal kurz operieren, denn sie braucht Batterien. Chichi Love hat Batterien. Chichi. Ich hoffe, mein Hund kann jetzt was. Die läuft ja voll langsam. Warum hat die denn so einen... Sorry, Chichi. Hey, lauf halt schneller, Chichi. Sorry. Kann die auch Pippi? Das Süße. Oh. Oh, sie gibt sogar mir ein kleines Matze. Oha. Oh, sorry. Sorry, Chichi Love. Ich sollte mir vielleicht keinen Hund zulegen. Sie ist so süß. Jo, was? Boah, Oh, sorry. Chichi Love Turbo. Sorry, ich habe euch gefragt, was ich zum Mittag essen soll. Und ich hätte es mir auch schon denken können. Die meisten einfach sagen Pizza. Und außerdem testen wir danach dieses Air-Hockey-Spiel. Ich finde es voll cool. Ich hoffe ja die ganze Zeit so ein bisschen, dass aus diesen Luftblasen wie bei einem echten Air-Hockey Luft kommt. Und dass es so voll echt ist. Aber keine Ahnung, am Ende werde ich enttäuscht. Wie bei Chichi Love. Nein, Spaß, du bist für Papa keine Enttäuschung. Ich habe irgendwie einen Schaden. Warum mache ich so komische Videos? SOS, ich habe leider keine Salami-Pizza mehr wie auf dem Emoji. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der Thunfischpizza gerne isst. Während die Pizza im Ofen ist, gönnen wir uns jetzt richtig. Oha! Hochwertig. Ich sehe schon. Es hat nur 7 Euro gekostet, by the way. Hier sind unsere Pucks. Heißt das doch so? Pfleger. Wir müssen noch bauen. Bin so gespannt, das jetzt gleich einzuschalten. Ich hoffe auch dieses Ding hier, das schwebt dann so. Oh mein Gott, ganz kurz. Habt ihr die neue Verkleidung von Maria und mir gesehen? Auf Insta könnt ihr die tatsächlich sehen. Ich war einfach das Findet Nemo Girl und sie war einfach Nemo in der Plastiktüte. Junge, das war witzig. Beide sind dran. Klar, das Ding braucht auch Batterien. Okay, Chichi Love, wo bist du? Chichi Love ist war wirklich so schön mit dir. Aber Air-Hockey ist wichtiger. Hey, alle Batterien sind drin. Ich bin so gespannt. Bevor wir es anschalten, die Pizza. Denn die Pizza ist jetzt fertig. Mein größter Flex. Pizzabrett mit meinem Namen drin. Kein Wunder, warum ihr alle Pizza abgestimmt habt. Sexy. Jetzt sind wir top gestärkt fürs Air-Hockey. Hm. Bin ich so nah. Jetzt kommen wir so weit. Ich kann gar nicht Deutsch. Wir schalten das Air-Hockey-Ding an. 3, 2, 1. Oh ja! Oh. Hey, da passiert ja gar nichts. Da! Oh mein Gott! Nein! 7 Euro. Chichi Love hat 30 gekostet. Chichi Love, schäm dich schon mal. Oh, dann nimmt man den hier wieder raus. Okay, das ist aber ganz schön schwierig. Oh. Ah!
seid ihr auch immer die Leute, die vergessen, ihren Punkt hier hochzumachen. So verliere ich dann immer. Schau, Chichila, wie glücklich ich hier bin. Danke für die Organspende, Chichi. 3, wir haben nur bis 3 gespielt, gewonnen. Jetzt mit 2. Wie kompliziert. Nein! Ich habe nicht mitgespielt. Spaß. Bevor wir jetzt gleich Mario Kart in Real Life fahren, geht's jetzt einfach nochmal privat zu Ikea. Ich habe irgendwie voll Bock. Ich habe da schon eine Idee für eine nächste Frage. Bin gespannt, was ihr da alle sagt. Ich bin gerade bei Ikea. Eigentlich wollte ich bei Ikea abstimmen, wie viel Hotdogs ich essen muss, aber leider wird der Ikea gerade bestreikt und der Hotdog-Laden hat zu. Schade, aber andererseits auch gut für mich, denn Leute hätten nicht nur die 10 als Emoji abgestimmt, dass ich 10 Hotdogs essen muss. Nee, so wie ich euch kenne, hättet ihr sogar die 100 abgestimmt. Und das wollen wir nicht. Ich frage jetzt einfach, was für eine Pflanze ich kaufen soll, weil ich habe Angst, dass ihr irgendwie so Schreiber kauft, den Bett, einen Tisch oder ein neues Haus. Ikea fällt mir irgendwie gar nichts ein, was ich frage, deswegen bleiben wir bei den Pflanzen. Ich bin so enttäuscht, denn ihr hattet eine Chance, und zwar, dass ich einen richtig coolen Weihnachtsbaum kaufe. Aber nee, die Metzger wollt, dass ich eine Rose kaufe. Und wem schenke ich die? Wohl mir selbst. Dann fahre ich jetzt mal in den Pflanzenladen. Übrigens bin ich schon so gespannt auf Mario Kart fahren später. Und ich bin auch mega gespannt, was ich heute Abend essen muss. Ich hoffe, nicht wieder Pizza. Während ich jetzt zum Pflanzenladen fahre, werde ich das nächste abschicken. Welche Süßigkeit soll ich mir kaufen? Weil irgendwie habe ich Bock auf was Süßes, so nachmittags. Okay, ich bin gespannt. Ey, die sagen eh Torte. Das Video war ein Fehler. Ich bin da und was habt ihr abgestimmt? Schokolade. Eigentlich muss ich dankbar sein. Ich meine, es gibt Leute, die haben einen Teddybär abgestimmt. Es gibt Leute, die haben Regenwürmer abgestimmt. Oder Fairtrade. Die sind süß. Okay, die hatte ich ewig nicht mehr. Warum sieht es so aus, als gehe ich auf ein Date? Was habt ihr vor? Das war von euch geplant. Soll ich abstimmen mit wem? Plan. Kasse 5. Die sind für mich. Die stinken irgendwie. Egal. Cool. Danke an mich selber. Nein, danke an euch. Ihr habt mir die ja quasi geschenkt. Ey, die Schokolade hatte ich ewig nicht mehr. Und ich finde es so crazy, weil die ist übel leicht. Heißt ja auch Aero, Luft oder so. Oh. Ich weiß nicht, warum ich da so gelacht habe. Wie hast du einem Date alleine bin ich gerade? Schönes Date. Bevor ich jetzt zur nächsten Aufgabe komme, die es wirklich in sich hat, grüße ich in diesem Video den lieben Finn, denn Finn hat mein letztes Video kommentiert, einen Daumen nach oben gegeben und ist Abonnent meines Kanals. Also wenn ihr im nächsten meiner Videos gegrüßt werden wollt, macht's einfach wie Finn und kommentiert jetzt. Ich war so naiv. Hab euch die Chance gegeben, dass ich die Top 4 Emojis unter der folgenden Nachricht zusammenmische und halt trinke. Und naiv wie ich bin, dachte ich, dass ihr da dann so Äpfel, Banane, was weiß ich reinmacht. Ich dachte, ich krieg einen leckeren Smoothie. Was habt ihr aber für Emojis reingeschickt? Die Kombi ist so ekelhaft. Leute, also beginnen wir mit unserem super leckeren Smoothie. Wie gehen die 4 Emojis der Reihe nach? Bubble Tea. War so viel, deswegen habe ich immer noch was von dem von heute Morgen. Schön auch mit den Perlen. Fragt mich nicht, wie ihr auf dieses Gemüse kommt. Aber ihr hattet Bock auf eine Aubergine. 3 Auberginenstückchen. Jetzt haben wir einen Aubergine-Bubble Tea. Jetzt haben wir Schokolade. 4 Stücke. Das vierte jetzt dazu zu tun, ist einfach nur ekelhaft. Und zwar wolltet ihr, dass ich Pizza hinzufüge. Hab hier also ein durchgebackenes Piccolini. Wollt jetzt heute nicht mal eine zweite Pizza machen? Lecker Schmecker. Widerwärtig. Wer ist dafür, dass Chichi Love das trinken sollte? Ich. Es riecht sehr nach Schokolade, aber irgendwie halt auch Pizza. Also einfach die Vorstellung, dass da so eine Pizza... Sorry, ich bin so... Bei Essen bin ich echt dramatisch. Augen zu und durch, weil danach geht's Mario Kart fahren und darauf freue ich mich. Kommt so langsam erst. Schneller bitte, ich will nicht mehr. Mein Essen ist so dramatisch. Deswegen könnte ich nie ins Dschungelcamp. Warum schmeckt man die Aubergine? Das ist einfach jetzt Mario Kart spielen. Ich hoffe, bei Mario Kart muss ich mich nicht übergeben, weil das ist dann auf der Rennstrecke. Wir sind jetzt bei Mario Kart. Oh. Nein, ich wollte nicht zoomen. Wir sind jetzt bei Mario Kart und ich nehme schon mal meine Kappe ab. So, wir sind da. Deine Gegner mit Power-Ups. Voll gespannt irgendwie jetzt. Ey, oh mein Gott. Da kommen wir jetzt rein. So. Ach du meine Güte. Wie geil. Erste Runde. Leute, das ist so geil, Alter. Vor allem mit diesen Power-Ups. Man kann so Leute beschießen, dann werden die so langsamer und so. Okay, ich kann leider nicht filmen, wenn ich fahre. Weil Handy am Steuer geht nicht, aber ist sehr geil. Fertig.
ratet mal, welches Cut ich davon war. Kein Spaß, ich war einfach Cut 3. Ich wurde einfach Erster. Leute, das war so viel cooler als Achterbahnfahren. Auch wenn ich gern Achterbahn gefahren wäre, aber so Spaß gemacht. Das werden wir definitiv auch nochmal machen. Und jetzt ist tatsächlich Zeit für Abendessen, weswegen ich eben schon in die Gruppe geschrieben habe, was ich denn zu Abendessen soll. Die wollen mich doch verarschen. Es ist wieder Pizza oben. Ich kann mich doch nicht nur von Pizza ernähren. Ich fahr jetzt mal heim und mal schauen, ob ihr euch gleich vielleicht umentscheidet. Wäre nett. Wieder zu Hause und ich muss jetzt anscheinend nochmal Pizza bestellen. Shoutout an Leute, die einfach nur gesagt haben, ich soll Knoblauch essen. Und auch Shoutout an Leute, die einfach gesagt haben, ich soll nichts essen. Geht's euch noch gut? Ich glaube nicht. Ich habe mir jetzt aber überlegt, ich könnte ja eigentlich noch fragen, was ich auf meine Pizza drauf belegen soll. Was soll ich auf meine Pizza belegen? Und wenn jetzt wieder kommt Aubergine. Nee. Meine Community sagt, ich soll Pizza auf Pizza legen, weil anderes Emoji könnt ihr ja gar nicht schicken. Bevor wir jetzt gleich checken, was ich auf meine Pizza tun muss, wollte ich mich an dieser Stelle nochmal so doll bei euch bedanken, wie aktiv ihr heute in dieser Gruppe wart. Ihr seid so der Wahnsinn. Und an dieser Stelle wollte ich euch auch nochmal ans Herz legen, die von euch da draußen, die noch nicht in meiner WhatsApp-Gruppe sind, sollten da definitiv rein. Ich habe sie euch unten verlinkt oder ihr findet sie auch einfach, wenn ihr auf WhatsApp und dann auf die Kanäle geht und dann in der Suche einfach It's Yule eingeben und dann findet ihr mich. Das Ganze ist komplett kostenlos. Ihr müsst dann nur auf Abonnieren klicken und könnt ihr oben auch die Glocke aktivieren und verpasst keine coole Nachricht mehr von mir an euch. Weil manchmal gibt es doch paar exklusive Videos von mir. Und das hat sich unglaublich falsch angehört. Zum Beispiel gestern habe ich was vom Euroshop ausgepackt. So exklusiv nämlich. Kopf an Kopf rennen. Ananas versus Schokolade. Schokolade ist auch so ein Emoji, was sie immer schickt. Schaut mal, was angekommen ist. Ja, man sieht es ja auch, obviously. Ich darf überhaupt nicht so glücklich sein, weil eigentlich bin ich genervt, weil es ist ja wieder Pizza. Weil ihr absolut lustig seid, habt ihr abgestimmt, dass ich auf meine Pizza Schokolade tun soll. Salami. Pilze. Gibt so viel. Und ihr sagt Schokolade. Nehme ich jetzt einfach Nutella. Noch eine Tafel Schokolade? Nee, Alter. An dieser Stelle hoffe ich, dass ihr euch ein weiteres Video auf meinem Kanal anschaut, denn dieses Video ist jetzt auch schon leider zum Glück vorbei. Außerdem gibt diesem Video jetzt einen fetten Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um kein Video von mir zu verpassen. Und abonniert meinen WhatsApp-Kanal. Und ich gönne mir jetzt diese Pizza. Warum ist das geil?